Hallo zusammen und damit heiße ich euch, wie üblich, herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche werfen wir einen Blick in eine für uns doch neue Rubrik der verlassenen Orte. Ich wusste bis zu dieser Folge gar nicht, dass es so etwas überhaupt gab oder gibt. Um was es sich hier handelt und was man hier so gemacht hat, das erzähle ich euch wie üblich gleich in den kommenden Minuten. Möchtet ihr weitere solche Orte und viele spannende Folgen rund um das Thema verlassene Orte hier im Osten Deutschlands sehen, dann besucht gerne meinen Kanal. Kleiner Spoiler, reinschauen lohnt sich auf jeden Fall, genauso wie das Abonnieren. Starten wir nun aber erst einmal in dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeige ich euch ein verlassenes Ledigenwohnheim. Ich bin schon einige Male an diesem Objekt vorbeigefahren, aber nun wollte ich endlich mal Licht ins Dunkle bringen und sehen, was es mit diesem Gebäude hier auf sich hat. Kümmern wir uns aber erst einmal um den Begriff Ledigenwohnheim und was der Sinn dahinter war bzw. ist. Ledigenwohnheime entstanden ab Ende des 19. Jahrhunderts reichsweit. Die Hauptaufgabe bestand darin, zum einen die sogenannten Schlafgänger zu minimieren. Schlafgänger waren Menschen, die sich für einen schmalen Taler meist nur wenige Stunden ein Bett bzw. eine Bleibe anmieteten. Das Problem hierbei war zum einen moralisch, aber und vor allem auch hygienisch bedingt. Fast alle Schlafgänger waren übrigens Männer, während Frauen Klöster aufsuchten. In ledigen Wohnheimen wohnten ausschließlich unverheiratete Männer, daher wohl auch der Name. Der zweite Grund für die Entstehung der Heime war soziale Erziehung. Die Herren der Schöpfung, die in solch einen Heim gingen, waren häufig Tagelöhner oder absolute Geringverdiener. Menschen, die von der Hand in den Mund lebten und sich schlichtweg einfach keine Wohnung oder Besitz leisten konnten. Die erzieherische Maßnahme bestand darin, gerade Tagelöhner, die ihr Geld oftmals in Alkohol tauschten, regulär in eine Arbeit zu bringen und weg von der Straße zu holen. Ihr seht also, diese Heime waren ihrer Zeit ein gutes Stück voraus. Da kommt die Frage auf, ob man sowas nicht heute wieder etablieren sollte. Oder wie seht ihr das? Man lebte häufig in Gemeinschaftsunterkünften zusammen und profitierte von den sanitären Anlagen, Aufenthaltsräumen und wie auch hier von einer Kantine, wo, wie ich las, auch kostengünstiges Essen angeboten wurde. Später kamen hier auch Küchen hinzu, wo man sich selbst etwas zubereiten konnte, denn wir befinden uns ja mit Ende des 19. Jahrhunderts in einer Zeit, als die Frau zu Hause die Hosen anhatte, vor allem in der Küche. In dem Text, den ich hierzu las, klang es so, als ob der Mann ohne seine Frau vorm vollen Kühlschrank verhungern würde. Ja, nun, ganz so schlimm wird das wahrscheinlich doch nicht gewesen sein, aber tatsächlich war damals die klassische Rollenverteilung von Frau und Mann im Haushalt klar und unbürokratisch geregelt. Doch was geschah mit denjenigen, die keine Dame an ihrer Seite hatten? Entsprechend sollten sie lernen, sich selbst versorgen zu können. Dafür gab es eben nun diese Küchen.
Wie bereits erwähnt, war ein Aspekt für die Wohnheime, die Tagelöhner und Geringverdiener einer geregelten und festen Arbeit zuzuführen. Entsprechend entstanden derartige Objekte sehr oft in der Nähe von großen Fabriken und Werken. Sicherlich aus heutiger Sicht ein sehr guter Gedanke, aber das würde dauerhaft zur Isolation führen und kann nur ein Schritt in Richtung Selbstständigkeit sein. Ob derartige Aufenthalte begrenzt waren und was man am Ende hier oder ob man überhaupt etwas bezahlen musste, war nicht herauszulesen. Einige Heime wurden wohl durch die Kirche betrieben, diese boten entsprechend auch geistlichen Rat und Betreuung an. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte man solche Heime als Wohnungen für die Allgemeinheit. Vielerorts lagen die Städte ja brach und man war froh über jedes heil gebliebenes Dach. Das hier gezeigte Gebäude entstand 1931. Untergebracht waren hier Lehrlinge, die im Braunkohletagebau arbeiten gingen. Was uns zum nächsten Thema bringt, was am Anfang eher Bedürftige waren, waren später Menschen aus dem Bergbau, Soldaten, Auszubildende, Studenten, aber auch einfache Arbeiter und Angestellte. Eins blieb jedoch immer gleich, sie waren unverheiratet. Bis in die 60er Jahre nutzte man über ganz Deutschland verteilt solche Heime. Danach verlor sich leider die Sinnhaftigkeit. Gerade 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war Wohnungsmangel und Obdachlosigkeit weitestgehend beseitigt, egal ob Ost- oder Westdeutschland. Der ursprüngliche Grundgedanke, der die ledigen Wohnheime einst entstehen ließ, geriet mehr und mehr in Vergessenheit. In der Folge wandelte man vielerorts diese Wohnheime nun zu Studentenwohnheimen, zu Hotels oder Altenpflegeheimen bis hin zu Wohnungen um. Heute gibt es in Deutschland nur noch zwei dieser Heime, eins in Hamburg und das andere befindet sich in München. In Zeiten von Mindestlohn sicherlich fraglich, auf der anderen Seite sind eben diese zwei Städte sehr stark von Wohnungsknappheit und Mietwucher betroffen. Vielleicht ja auch Vorbilder für Zukünftiges. Abgesehen von der angesprochenen Isolation der Beschäftigten muss man hier auf jeden Fall noch negativ anmerken, dass man Arbeiter, die alle in einem Werk arbeiteten, heimlich kontrollierte. Das geschah vor allem zu DDR-Zeiten, aber auch schon davor. Man bespitzelte die eigenen Leute, um so die Gründung von Gewerkschaften tunlichst im Keim zu ersticken, aber auch um Regimegegner und Kritiker zu enttarnen. Das hier gezeigte Heim diente nach den Lehrlingen des Braunkohletagebaus Angestellten einer Schweinemastanlage. Ich fand diverse Briefe und Dokumente von Bewohnern, ich vermute mal Lehrlingen, die sich nicht benahmen. Ich blende euch das mal hier ein, wenn ihr möchtet, pausiert ihr und lest euch das mal durch, das war recht amüsant sowas zu lesen. Ich vermute, dass in den 90er Jahren hier endgültig Schluss war. Wann genau, konnte ich aber nicht herausfinden. Aber wie üblich, kennt vielleicht jemand von euch diese Anlage und kann uns etwas darüber berichten. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare oder halt auf Facebook und Instagram, wenn ihr das nicht öffentlich machen möchtet. Das Gebäude, so abgelegen es auch liegt, war in einem dennoch sehr guten Zustand für geschätzte 25 bis 30 Jahre Leerstand. Wenig Vandalismus und dergleichen, ich hoffe, es bleibt auch so. Übrigens steht es unter Denkmalschutz, aber leider ohne Nutzungskonzept oder Idee. Aber was soll man hier auch draußen in der Einöde aus diesem Objekt machen? Schwierig. Aber vielleicht habt ihr auch hier eine Idee. Wir konnten hier auf jeden Fall ein paar hübsche Bilder und auch Videos machen und es war am Ende dennoch mal interessant, hier zu lesen, was das Ganze so über die Jahre beherbergte.
Ansonsten bleibt mir nur, mich jetzt von euch zu verabschieden und wie üblich euch noch einige viele Bilder zu zeigen, die wir hier mitnehmen konnten. Sollte euch diese Folge gefallen haben, dann lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Vergesst nicht, für weitere Folgen auf meinen Kanal zu schauen, insofern ihr das noch nicht getan habt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter, dann hören wir uns demnächst. Macht's gut, bis bald und ciao. Thank you.